Sie schauen TV, wo «Das sind die News». Sein Arm ist bis zu 60 Meter lang und auf die Waage bringt er locker 200 Tonnen. Der Rückbaubagger, der in Rickenbach bei Wil die alte Mühle zermalmt, ist einer der grössten von Europa. Ihn braucht es, weil das 55 Meter hohe Gebäude bis Ende Jahr an einem Neubau Platz machen muss. Über das Baumaschinenspektakel und Zukunftspläne berichtet Sarah Wagner. Biss für Biss schafft sich der sogenannte Crasher durch die Betonwände der Mühle in Rickenbach bei Wil. Gesteuert wird der Riesenbagger über die kleinen Hebel, bewegt vom René Röli. Für den Baggerführer ist der Abriss eine Geduldsprobe. Es ist sicher wieder jedes Mal eine Herausforderung, auch ich sage, so ein höheres Silo. Also von der Statik her, es ist eigentlich, jeder Bau ist wieder anders gebaut. Und da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht. Und natürlich auch die Distanzen einschätzen, ist nicht immer ganz einfach. Oder auch die Kraft vom Backer, wo man eigentlich wieder muss, wenn man wieder ganz fein an einem Ort, an einem Gebäude noch muss arbeiten, wo man stehen bleiben muss, also wieder können irgendwie bändigen, die Kraft, oder? Weichen muss die Mühle an einem 25 Millionen Franken Projekt. Das schafft hier bis 2021 unter anderem rund 44 neue Wohnungen. Für den Gemeindepräsidenten Ivan Knobel wird so am Standort neues Leben eingehaucht. Weh tut ihm der Abriss drum nicht. Das belebt das Dorf und wir machen es eben in einem Gebäude, das ein neues Wahrzeichen darstellen wird. Es war ein Wahrzeichen, ein Wahrzeichencharakter, der bleibt bei dem qualitativ hochwertigen Bau, der jetzt hier entstehen wird. Dass für den Abriss einer der grössten Bagger von Europa zu Rickenbach auffahrt, hat sich umgesprochen. Dutzende Schaulustige sind wegen 200 Tonnen schweren Koloss gekommen. So einen sieht man nicht immer und dass das eben so abgebrochen werden kann mit einem Fahrzeug. Das ist ein gewöhnlicher Spezialbagger, bis auf die Höhe auf dem Markt und noch dort oben so viel Kraft entwickeln kann, dass er die ganzen riesigen Betonblöcke abbrechen kann. Die ganze Atmosphäre, alles was rum und da ist vom Abbau, das ist eine grosse Klasse. Das 55 Meter hohe Gebäude wird vom Bagger in Einzelteile zerlegt, weil das Sprengen an dem Standort gefährlich wäre. Da ist sicher das Problem, dass es so nahe am Dorf ist, die Kirche ist nebenzu. Hinten dreht es einen Teil des Gebäudes, wo man stehen bleiben, der Altbau. Es hat sich jetzt so eigentlich besser gegeben mit der Firma Arica zusammen. Ende Jahr wird der Crasher die letzten Betonwände zermalen. Dann ist die jahrhundertalte Ära von der Mühle in Rickenbach bei Wil zu Ende.